einfach auf den zweiten 10 Kilometer beim Halbmarathon gemerkt. Ich konnte mal mega was dazulegen und die zweiten 10 Kilometer waren auch gefühlt deutlich entspannter als die ersten, weil das Radfahren war schon ziemlich hart. Und ja, besser hätte es nicht gehen können. Ich meine, Sebi ist unschlagbar heute und bin mega happy im zweiten Platz.